Sekunden des Schreckens für SPD-Chef Franz Müntefering. Bei der Landung auf dem Flughafen in Stuttgart kommt es zu Komplikationen. Dieses Video zeigt die dramatischen Minuten. Als die Maschine des Typs Fokker 100 am Boden aufsetzt, sprühen Funken. Das Flugzeug zieht Flammen hinter sich her, bis es zum Stillstand kommt. Sofort rückt die Feuerwehr an, legt einen Schaumteppich. Müntefering, der zu einer Wahlkampfkundgebung nach Stuttgart wollte, spricht von einer sehr ernsten Situation. Der Kapitän hatte schon vorher gemerkt, dass es Probleme gab und die Fahrgäste gewarnt. Bange Minuten für alle Beteiligten, die zum Glück mit dem Schrecken davongekommen sind.